Ein Lebensring. Erhöht die Konstitution. Coole Sache. Sogar direkt mit Vanessa bekommen. Finde ich auch cool. Laut diesem antiken Dokument fand hier vor langer, langer Zeit eine große Schlacht statt. Jeden Tag komme ich hierher und bringe antike Waffen und Artefakte aus dem Sand ans Tageslicht. Ihr könnt sicher sein, dass hier noch so mancher Schatz verborgen liegt. Man sagt sogar, dass ein vor langem verstorbener Weise eine Kopie von Metes Buch hier draußen ließ. Oh, aber wenn ich es finde, werde ich es niemandem überlassen. Auf keinen Fall. Danke für den Tipp, mein Guter. Einen Meisterbogen erhalten. Wie ich das schon mal gesagt habe, hier gibt es einen coolen Meisterbogen. Und ich würde sagen, den geben wir auch der guten Naimi direkt mal. Naja, wobei, sie hat ja noch einen. Na gut, lass mir das doch erstmal sein. Hihihi. Oh, da habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht, Fragezeichen. Ja, okay. Als ob der auch treffen würde mit seinen 14. Ich bitte euch. Aber gut, wir kriegen hier erstmal den letzten Gegenstand, deswegen können wir jetzt erstmal hier weitermachen. Ja. Können wir auch erstmal weitermachen. Da kann ich jetzt auch Colms Animation wieder anmachen. Wobei, nee, machen wir noch nicht, weil jetzt, machen wir noch den Eclipse-Typen weg, solange wir schon mal hier sind. Deswegen, dann darfst du erstmal kurz beiseite fliegen, Cormac. Dann würde ich sagen, damit er sein nerviges Eclipse dann gleich weg hat, werden wir jetzt noch eben schnell unsere Belohnung hier abholen. Nämlich die sich hier befindet. Wir haben es ja gerade schon gehört und nehmen sie jetzt auch in Empfang. Nämlich Metes Buch. Was ist das Besondere an diesem Ding? Hier steht, es ergibt dies einer, die du magst. Ganz einfach. Das Metes Buch ist schon eine richtig coole Sache, denn das erhöht die Steigerungsraten eines Charakters für alle Werte um 5%. Was natürlich im ersten Moment könnte man sich denken, was soll das denn? Aber naja, sie wissen ja, je pro Level, welche Werte sich steigern, ist es in Fire Emblem so, dass es prozentual geregelt wird, was sich dann steigert. Und ja, je höher dieser Wahrscheinlichkeitswert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert dann auch sich steigert. Ich denke mal, so kann man das so verstehen, würde ich sagen. So, genau, jetzt will ich hier noch schnell eben hier den guten Eclipse-Typen dazu bringen, dass er seinen Eclipse weg hat. So, ich glaube, jetzt kannst du es noch einmal nutzen, ne? Dann machen wir das auch noch so und dann kümmern wir uns um die restlichen Freunde hier, wenn der nämlich sein blödes Eclipse da weg hat. Da habe ich nämlich keine Lust drauf, auf dieses nervige Eclipse. So, letztes Eclipse verschossen. Brauche ich nicht den Quatsch. Brauche ich echt nicht. So, wunderbar. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir haben erstmal alles soweit geholt. Es gibt halt, wie gesagt, noch hier selbst für uns nochmal Eclipse. Aber das werde ich dann holen, wenn nur noch Walter am Leben ist, würde ich sagen. Dann holen wir uns noch das gute Eclipse. Dann kannst du dich ja nochmal schnell eben heilen hier. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um die restlichen Freunde hier. Ich muss mal gucken, weil wie gesagt, hier waren jetzt nochmal einige krasse Gegner auf uns. Und da muss ich dann mal gucken, wie ich das am klügsten mache hier. So, zuerst haben wir einfach mal die Freunde. Gut, also der Punkt, der ja sehr interessant ist für mich eigentlich, ist dieser hier. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich würde sagen, ja, das Problem ist, dieser Schlaftyp, der macht mir, aber gut, wir haben ja doch sie hier, also beim besten Willen. Wir haben doch die gute Natascha hier. Du hast auch noch eine Erneuerung. Ne, du hast keinen Erneuerungsstab, dann gebe ich dir gleich noch einen Erneuerungsstab mit. Sollte es tatsächlich irgendwer schaffen, sie den guten Ross gleich einschläfern zu lassen, dann soll die das doch tun, wenn sie Bock dazu hat. Und Natascha hat einfach mal schon Level 2 erreicht. Die krasseste Einheit bis hierhin. So, was hast du Feines? Du hast eine Stahllanze. Ah, ich hätte mich ja gesagt, ich würde mich hier jetzt hinstellen, aber dann mache ich erstmal nur den Freund hier mit dem Klingenmeister. Weil das ist dann doch, denke ich mal, eine gute Sache. Warte mal, aber der könnte mich dann auch, könnte ihn angreifen, ne? Warte mal, was hat der Myromidon? Ein Stahlschwert mit 16. Ja gut, ich denke mal, treffen dürfte der wahrscheinlich. Ja, treffen wird er wahrscheinlich. Und das ist auch noch nicht so gut, deswegen warte ich erstmal hier. Im Übrigen gibt es auch gleich noch ein kleines Supportgespräch, das wir uns jetzt mal eben anhören werden, zwischen Irika und Ephraim. Irika, bist du in Ordnung? Es geht mir gut, Bruder. Ich bin in der Nähe. Bitte ruf nach mir, solltest du etwas brauchen. Ich bleibe immer in deiner Umgebung. Ja, vielen Dank. Aber du weißt, dass ich hier bin, um zu kämpfen, nicht wahr? Ich kann dich nicht bitten, ständig auf mich Acht zu geben. Ich bin deine Schwester, nicht dein Mündel. Irika. Warte, nicht. Was machst du?
Du scheinst ein wenig aufgeregt zu sein. Ich dachte, ich könnte dein Gesicht streicheln, wie ich es früher immer tat. Bitte, hör auf. Du behandelst mich ja wie ein Kind. Oh, tut mir leid. Es ist nur eine alte Angewohnheit. Außerdem warst du es immer, die mich anbettelte, es zu tun, als wir klein waren. Erinnerst du dich nicht? Nein, ich erinnere mich nicht. Das war schon vor so langer Zeit. Ah, lieber Bruder, bitte versuche dich daran zu erinnern, wo wir jetzt gerade sind. Was würden unsere Gefährten sagen, wenn sie uns in so einem privaten Moment beobachten würden? Ja, das wäre peinlich. Vergib mir, ich wollte nichts tun, was du als unangenehm empfinden könntest. Nein, das wollte ich nicht damit sagen. Es ist nur... Dann willst du also doch, dass ich dein Gesicht streichle. Nein, ich meine... Pass mal auf. Du warst immer schon so leicht zum Erröten zu bringen. Du hast dich gar nicht verändert. Das reicht, Bruder. Langsam fängst du an, mich wütend zu machen. Alles klar. Naja, ich würde mal sagen, das ist so ein typisches Geschwistergespräch, würde ich mal so sagen. Auch nicht schlecht. So, euch beiden lasse ich halt, wie gesagt. Ja, Dunail hatte ich euch auch gar nicht mehr bewegt, alles klar. Dunail und, ja, die werden sowieso keine Sache mehr machen hier. Ich würde sagen, und Gillian wahrscheinlich auch nicht mehr. Den halte ich noch ein bisschen im Hinterhalt. Ja, die restlichen, wie gesagt, die sich noch nicht weiterentwickelt haben, die sollen jetzt sich hier schön viele Erfahrungspunkte abholen. Und ich würde sagen, das schaffen wir zuerst mal bei diesem Freund. Aber sowas von. Oh, nur 10 Erfahrungspunkte. Naja, gut. Auch direkt der nächste weg. Oh, heieiei. Aber gut, wenn ich mich so an das nächste Kapitel erinnere. Das finde ich gut, dass ich den Freund jetzt auch schon anlocken konnte. Oh, der doppelt sogar Ross. Heieiei. Das ist ja böse. Das ist ja richtig böse. Am liebsten würde ich dir jetzt mal schön eine helle Bade reinknallen. Aber die habe ich jetzt mit ihm hier nicht. Gebe ich das Ross oder wem gebe ich das hier? Wobei, ich würde sagen, mit Franz. Dann könnten wir uns auch schon mal um die anderen Freunde hier kümmern. Wobei der... Oh, der würde da sogar auch hinkommen. Aber gut, ich denke, Franz sollte das eigentlich hinkriegen. Weil er hat ja auch akzeptable Verteidigung. Aber alle hier... Also der Myrmidone, der macht 15 Schaden. Da würde er 5 abgezogen bekommen. 15, 5 und 8. Und 9 und 13. Eieiei. Da wäre er ganz schön durchlöchert, sagen wir es mal so. 90, 8, 83, 84 und 100. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken hier. 12, wahrscheinlich würde er damit besser ausweichen. 31. Ist mir auch ein bisschen zu krass eigentlich, würde ich schon fast sagen. Deswegen stelle ich mich hier in die Festung rein, nutze den Kurzspeer. Ich hoffe, du triffst Franz. Sehr schön. Weil das reicht, damit er sein Level abbekommt. Weil das ist mir doch ein bisschen zu krass, wenn ich das sehe. Das ist mir doch ein bisschen zu krass, muss ich gestehen. Deswegen stelle ich mich da lieber auf die Festung. Da werde ich nicht von allen getroffen. Sondern wahrscheinlich nur dann vom Myrmidon. Ja gut, und von dem Reiter. Ja, das ist in Ordnung. So, was mache ich jetzt mit dir, mein Freund? Ich würde sagen, das mache ich dann mit dir, ne? Ja, ich denke mal, weil das so ein Freund ist, dann würde ich sagen, Irika und die machen das dann im nächsten Part eher mehr. So, ihr kommt natürlich auch noch mit runter, das ist klar. Genauso wie du auch, Cormac. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das mit dir und dann werde ich dich danach dann direkt wieder retten. Genau. Da werde ich den guten Arthur dann direkt mit, es reicht sogar. Perfekt. Genau das habe ich erwartet, die 50 Erfahrungspunkte, die er dann dadurch bekommt. Okay, Fähigkeit, Geschwindigkeit, Resistenz und Glück. Ja, Glück kannst du definitiv gebrauchen. So, retten. Und nehmen und absetzen. Genau. So, dann würde ich auch sagen, dann halte ich den guten Ross, weil der hat gerade so ein bisschen Schaden bekommen. 22 oder so. Da will ich dann doch lieber auf Nummer sicher gehen, würde ich mal so sagen. Nicht, dass hier noch irgendwie was Böses passiert oder so. Ja, und den Rest gucken wir dann mal. Ah, dass der halt gerade getroffen hat. Ach so, du könntest jetzt auch Irika angreifen. Naja, gut. Ja, gut. Also da habe ich keine Angst vor.
Bin nur gespannt, ob der jetzt auch mal langsam kommt. Der ist gerade nämlich nicht gekommen, dieser komische Schlaftyp. Autsch. Naja, gut, Irika doppelt den ja. Sie kann auch Erfahrungspunkte benötigen. Also von daher ist es jetzt auch nicht so tragisch. Waffenlevel erhöht. Okay, alles klar. Okay. Der Kavallerie greift Franz an, aber gut, der hätte auch nur Franz angreifen können. Oh, und du weichst aus. Arthur, mein Freund. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Arthur wahrscheinlich noch kriege. Oh. Wenn ich lustig wäre, könnte ich jetzt eigentlich auch mit, ja, wobei, ich denke, jeder wird das schon treffen, deswegen. Ich wollte jetzt gerade überlegen, könnte ich mir ja auch noch so Erfahrungspunkte farben, aber... mal gucken. So, du hast gerade dein Level bekommen. Ja, das wird aber nicht reichen. Sonst irgendwer kurz vor dem Level ab noch. Ja, wenn höchstens, Ephraim. Das könnten wir machen. Ich hoffe, du krittest nicht Naimi. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, ja, dann lasse ich das Ross machen. Dann lasse ich das doch Ross machen, würde ich sagen. Weil ich denke, die Wahrscheinlichkeit, ich denke mal, ich würde jetzt darauf gehen, dass Ross und der gute Arthur jetzt noch die Level-Ups bekommen, würde ich so sagen. Ja, würde ich dann ja doch so sagen hier. Wobei, jetzt muss ich nur gucken, okay. Die können zum Glück noch nicht kommen, alles klar. Weil ich würde sagen, Gilliam. Gilliam, mein Freund. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Moment hier, Moment. Moment hier, das wollte ich so nicht machen. Ich wollte versorgen. Gibt es jetzt nämlich das Ganze ab hier, damit ich die anlocken kann. Damit ich die Freunde anlocken kann. Okay, du kommst jetzt auch, aber da brauche ich auch keine Angst vor zu haben. Weil ich mich jetzt auch ein bisschen wieder beeilen. Na, wobei, ich muss mich nicht beeilen, ich habe ja gecuttet. Ich habe ja gecuttet, ich sehe gerade hier schon nämlich auf die Uhr, aber wir sind ja noch nicht so weit hier. So. Die einzige Sorge, die ich ja noch habe, ist dieser blöde Schlaftyp. Aber wie gesagt, dann hole ich mir gleich mit der guten, Vanessa für den Fall der Fälle nochmal ein Erneuerungsstab. Sollte das jetzt gleich passieren. Ich könnte natürlich auch einen Schweigenstab nutzen, aber das ist mir dann auch nichts wert. Das ist mir das dann auch nicht so wert, muss ich gestehen. Boah, das nenne ich mal eine Armee hier. So, der Schlaftyp kommt noch nicht an. Stattdessen kommt der Freund. Wie bestellt, würde ich sagen. Weil es war mir doch so eher im Interesse, dass ich den Freund und auch diesen Rittmeister da anlocke. Und der kommt nicht. Ist es dein Ernst? Ist das dein Ernst, dass du jetzt hier meinst, nicht zu kommen hier? Lass mich raten, gleich wird er bestimmt kommen, wenn ich mit irgendjemand anders da jetzt hingehe. Ich werde Naimi gleich da retten. Aber die Erfahrungspunkte hole ich mir dann doch mit dem langen Bogen. So, Franz. Na gut, vor dem Rittmeister habe ich da ja auch nicht so die Angst. Ja doch, ich würde sagen, dann machst du mal, steht auf der Festung, mal gucken, ob das klappt. Ja, sehr schön, das klappt, sehr schön. Und kurz sperr den da weg, obwohl ich krieg unfassbar viel Erfahrungspunkte, das muss man echt mal sagen hier. Ja, und dann machen wir das so. Wobei, warte mal kurz. Warte mal kurz. Oh. Ja, dann sagen wir das mal so. Dann mache ich das doch mal lieber so. Nicht wahr? Dann mache ich das dann doch lieber so. Ha, das ist ein schöner Wert, wobei 41 Trefferrate, 66 Trefferrate, 41 Schaden, aber es ist gut gegangen. Und wir kriegen mit Ross direkt das Level ab, das finde ich gut. Jetzt hoffe ich, wie gesagt, dass der Freund auf Gilliam geht und nicht auf Ross. Aber ich meine, eigentlich sind die Freunde so eingestellt. Oh, der könnte jetzt auch kommen. Wie gesagt, ich hoffe, die gehen auf Gilliam. Ich hoffe sehr, die Freunde gehen auf Gilliam und nicht auf, den anderen Freund da. Sie wissen, wen ich meine. So, und ich würde mal sagen, dir gebe ich mal den Drakospeer. Weil wir könnten versuchen, vielleicht, irgendwas zu bekommen. Vielleicht, also beziehungsweise vielleicht kann Vanessa sich auch noch um die paar Vivian kümmern. Weil die setzen sich jetzt in Bewegung, so wie ich das sehe.
Ja, und ich finde es gut, dass sie auf Gilliam gehen, wie gesagt. Ich finde es sehr, sehr gut. Aber es ist auch das halt... Oh. Autsch. Ja, jetzt bewegst du dich, ne? Du. Aber gut, zum Glück greift kein anderer sie an. Eieiei. Oh, sie sehen die Fähigkeit von Gilliam zum ersten Mal. Sein Megaschild. Selbst wenn der jetzt Schaden gemacht hätte... Okay, und du gehst auf Ross. Aber komm, 13 Schaden. Ich bitte euch. Du wirst nicht treffen. Okay, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Also, das wäre lächerlich. Tut mir leid, das wäre lächerlich. Das wäre absolut lächerlich. So. Dann gibt es eins schicke Weiterentwicklung. Und zwar wird der gute Freund Ross ein Berserker. Wie wir es ja schon in Ephraims Route gesehen haben. Ja, und er ist sozusagen das gleiche wie Joshua in Grün, wie gesagt. Ein Freund, der ziemlich abgehen wird. Oh ja, definitiv. Alleine Crit-Rate schon von 21. Also wenn man da nochmal jetzt die Meisterachs 30 plus dazu rechnet, kann man auch so leicht von Sayonara sagen. Aber gut. So, Arthur, du darfst dich definitiv um den Freund hier kümmern. Das reicht aber leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ephraim, ja, du wirst den killen. Ah, du wirst den leider killen. Ich würde sagen, Vanessa, du hast jetzt den Drakospeer. Du kümmerst dich jetzt erstmal um den Freund hier. Sehr schön. War eine coole Idee, ihr den Drakospeer zu geben, würde ich sagen. Das war echt eine coole Idee, ihr den Drakospeer zu geben. Definitiv eine sehr, sehr coole Idee. Muss nur gucken vor dem Freund. Na, der könnte auch kommen. Ja gut, ich weiß, Walter wird sich nicht bewegen. Ja, aber gut, vor dem habe ich keine Angst. Ja, vor dir habe ich Angst. Da muss ich auch noch aufpassen. Aber gut, der Flux-Typ, selbst wenn er kommt, dann werde ich schnell mit ihm das dann klauen. Da habe ich weniger die Sorge vor. Nur, was ich sonst noch hier mache. Joa, ich würde sagen, Naimi, du machst mal... Oh ja, das mache ich definitiv. Mit Naimi schon mal so einen Freund weg. Das wäre gut. Ah! Das kann doch nicht sein, ne? So knapp vom Level ab. So, wie mache ich das jetzt hier? Das wäre schön. Ja, das ist gut. Das mache ich so. Ja, das mache ich so. Ich bitte dich nur, mein Freund Cormac, bitte kritte nicht. Dankeschön. Was anderes wollte ich auch nicht von dir. Sehr schön. Sehr nett von dir. So, Gilliam, du bleibst weiter hier. Verschanzt dich. So, dann werden wir dich jetzt hier ausschalten. Schwung, Schwung. Sehr schön. Lecker. Erfahrungspunkte für Arthur. 47. Ich hoffe, wir schaffen es noch, ihn zum Level Up zu bewegen. So, schaffen wir das vielleicht hier noch? Naja, gut, ich werde nicht alle killen können, aber ich glaube, dann werde ich doch mich... Oder warte mal, wie sieht es mit dir aus, Arthur? Oh, mit dir sieht das gut aus. Das Problem ist nur, das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass ich da ein bisschen zu viel Schaden reinkriege. Ich würde sagen, Ephraim stelle ich jetzt mal hier hin. Naja, gut, das Problem ist nur halt der Langsterfreund hier. Eisenlanze, mache ich 7 Schaden. Ich wollte schon sagen, da mache ich 11 Schaden. Achso, ich wollte schon gerade sagen, kann er mich nicht wehren, kann er sich nicht wehren, aber das ist der hier. Dann hat er noch 11. Und die 11, die kriege ich doch wohl mit ihm hier weg, ne? Ja, die kriege ich dann mit ihm hier weg, alles klar, dann mache ich das so. Problem ist halt natürlich noch, ich habe halt noch diesen Freund da, aber da habe ich auch nicht so die Probleme vor, oder die Angst vor, sagen wir es mal so. Warte mal, mit Kurzspeer mache ich 9, mit Eisenlanz mache ich 7. 7, dann wäre der bei, das sind 14, 16, das ist das punktgenau. Dann schaffe ich es punktgenau, den mit Evan zu killen. Und vor dem einen, der da noch übrig bleibt, habe ich keine Angst, muss ich Ihnen sagen. Weil der eine, der wird jetzt auch nicht mehr den Braten wegmachen mit seiner Stahllanze. Auch wenn die natürlich eklig sein wird, wenn die trifft. Aber da brauche ich dann keine Angst zu haben. Ja, den kill ich auf den Punkt genau, würde ich sagen. Weil ich denke, selbst der eine, der würde da wenig Schaden bei ihm machen. Und ich würde die gut Naimi heilen. Weil ich denke sowieso, der wird wahrscheinlich auf Naimi gehen, so wie ich das sehe. 22. Du hast eine Verteidigung von 5. Boah, das wirst du gerade so überleben. Ja, und ich heile dich definitiv.
Oder warte mal, wie fährst du eine... Ja, du hast eine Verteidigung von 8. Dann mache ich das lieber so. Weil ich denke, Natascha als weiterentwickelte Einheit sollte da jetzt auch nicht das Problem haben. Ja, hier muss man wieder clever überlegen. Nur um die besten Erfahrungswerte zu verteilen. Aber gut. Ja, und nimmst jetzt das Elixier. Sicher, sicher. Gut, ja, und ihr drei, ihr chillt da beim Dorf noch euer Leben. Okay. Puh, wow. Also das hätte mir schon ein bisschen Sorge bereitet, sagen wir es mal so, wenn der getroffen hätte. Weil der andere wäre dann auch noch auf sie gegangen, auf jeden Fall. Das hätte mir Sorgen bereitet, aber so, denke ich mal, sollte das weniger das Problem sein. Okay, du gehst auf Evan und der weicht auch aus, sehr schön. Damit sollte der weg sein, gehe ich von aus. Oh nein, du doppelst den nicht. Sehr schön. Und Feuer. Ach so, weil Feuer zerbrochen ist. Okay. Deswegen hast du ihn nicht gedoppelt. Alles klar. Schön, dass der auch kommt. Und dann noch auf den Magier da gucken. Aber der scheint sich nicht zu. Oh. Wenn du triffst, dann. Dann weiß ich nicht. Dann, ja. Wäre jetzt lustig, wenn er getroffen hätte. Das wäre lächerlich gewesen. Tut mir leid, wenn er getroffen hätte.